Was zum Teufel? Frank! Frank! Hey! Hey! Wer ist da? Komm schon, Frank! Ich war im Krieg, weißt du? Hey! Moment mal! Was zum Teufel? Die Greatest Hits von Frank West? Ich weiß nicht gerade mein tollstes Interview. Schluss mit der Vorstellung, ich hab genug gesehen.
weißt du was? Alle hatten ihren Spaß. Kann ich jetzt... eine Medaille vom Präsidenten und als ich ihm die Hand reichte, rutschte ich aus und schlug ihn aus Versehen. Auf den Hals. Auf den Hals? Bin ausgerutscht. Du hast dem Präsidenten ein paar an den Hals gegeben? Du liebst es, mich schlecht aussehen zu lassen, oder? Du hättest Boulevardjournalistin werden sollen. Ach, leck mich. Oh, sorry, ich vergaß. Sensibles Thema. Boulevardjournalisten töteten deine Eltern. Haha. Wohin geht's denn überhaupt? Was denn? Lass mich erklären. Du hast gesagt, wir würden Minigolf spielen. Bei allem Respekt, Professor, dass du darauf reingefallen bist. Ich liebe Minigolf. Hör mal zu. Es gibt da diese geheime Militärbasis. Oh, bitte nicht schon wieder eine Verschwörungstheorie. Hör doch mal zu. Sie führen da illegale Experimente durch. Dreh sofort um. Menschliche Experimente führen. Dreh sofort um. Frank! Frank! Habe ich in unseren Gesprächen nach dem Unterricht jemals angedeutet, dass ich zurück nach Willamette will? Keine Sorge. Du musst dich entspannen. Ja, sagte sie, bevor das Gekreische begann. Ach, du sagst doch immer, dass meine Handyfotos totaler Mist sind. Sind sie auch. Also, wäre der beste Lehrer ein Weltklasse-Fotograf, richtig? Das ist meine Kamera. Ja, sie hing in deinem Kleiderschrank. Der verschlossen war. Nicht sehr fest. Hör zu, die Quelle hat da viele volle Leichensäcke gesehen. Humanversuche in einer alten Raketenbasis. Komm schon, Frank. Wie kannst du Nein dazu sagen? Nein. Frank, das ist unsere Chance. Bitte. Gut, aber ich fahre. Was? Nein, das ist mein Auto. Get out of the way. Get out of the way. Get out of the way, old Dan Tucker. You're too late to come for supper. Hier, um zu lernen. Vor 2 Minuten war das noch meine Story. Du bist hier, um zu lernen, wie ein echter investigativer Journalist arbeitet. Nur mit seinen Notizen, seiner Kamera und seinem Mut. Verstanden? Oh, wow. Nummer 2. Deine Quelle sprach von illegalen Humanexperimenten. Das heißt, einiges dort willst du wahrscheinlich lieber nicht sehen. Ja. Wenn das passiert, bleibst du cool. Du machst Notizen, ich mach Fotos, wir schnappen uns die Story und verschwinden. Okay. Man will als Erster mit der Story rauskommen, nicht an ihr zerbrechen. Verstehe. Konzentrier dich aufs Ziel, okay? In Ordnung. Gute Story, dann kriegst du die nächste. Ghetto Faust. Nein. Na los, mach schon. Ich kann das nicht. Bist unter deinem Niveau, was? Verstehe. Machen wir uns an die Arbeit. Verrückter Knacker. Hat dir dein Kontakt gesagt, wie wir da reinkommen? Ja, in einem Schuppen irgendwo hier gibt es eine Sicherheitskarte. Na gut, dann mal los.
Da ist der Schuppen. Ich check das. Pass du auf. Ja, geht klar. Hab sie. Und jetzt? Die ist für eine Tür. Komm schon. Okay, schön Piano, Miss Marple. Ich will nicht über den Haufen geschossen werden, okay? Hey, Entdeckung! Oh, Scheiße! Nie im Leben ist das ein Reservisten-Ausbildungslager. Die Typen waren in voller Kampfmontur. Und was soll das mit den Masken? Hab's gesehen. Könntest du mal einen Gang runterschalten? Was auch immer hier ist, wir schnappen es uns, versprochen. Ah ja, wusste ich doch, dass ein kleiner Frank West in dir steckt. Schnauze. Warte doch. Shh, ich hab was gehört. Oh mein Gott, mach Fotos. Meinst du echt? Ist nicht mein erstes Mal, weißt du? Sag mich, wie wohl zu Hause das Wetter ist. Ach, jetzt steck. Ist mir gerade vor. Was zur Hölle tun wir noch hier? Heilige Scheiße. Frank? Psst, leise! Was läuft denn hier? Finden wir es heraus. Mein Kontakt hat offensichtlich die Kameras deaktiviert. Therapeut meint, okay, wäre ein fortwährender Prozess. Probier es mit der Tür da. Ich versuche hier oben was zu bewegen. Irgendwie gefällt mir der Ton nicht. Ich habe ein Bedienfeld gefunden. Wir kommen nur raus, wenn ich alle Zellen öffne. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Nehmen wir uns eine nach der anderen vor. Bereit? Ja, bin bereit. Bereit, Desk. Scheiße! Hey, warn mich doch vor! Hab ich doch! Ja! Ich scheint's noch drauf zu haben. Ich glaube, ich hab da was für dich. Sieh mal da rein. Ja, damit kann ich was anfangen. In Ordnung. Letzte Zelle. Bereit, Professor? Mach! Läuft!
In alten Zeiten. Warte, ich komme runter. Beck, ich vergebe dir. Das hier ist viel besser als Minigolf. Wow, du bist ein bisschen abgestumpft, was? Sind doch nur Zombies, Beck. Ich weiß, nur... waren das früher Menschen? Pass auf, entweder die oder ich. Können wir einfach weitermachen mit der Reportage? Schon gut. Ich bin ganz bei dir. Bingo. Ist das ein Labor? Du machst Notizen, ich mach Foto. Los. Nicht gut genug. Ich glaube, diese Ausrüstung ist dazu gedacht, Änderungen im Hirn zu bewirken. Jetzt Medizin studierst du auch noch? Nee, nur eine Menge Sci-Fi-Literatur gelesen. Die scheinen sie operiert zu haben. Es gibt doch schon ein Impfmittel gegen Zombifizierung. Was soll das dann? Auf jeden Fall was Gruseliges. Gut. Hast du auch Rolf ein Foto gemacht? Zombrex. Das Zeug unterdrückt die Zombifizierung nach einem Biss. Ja, aber mittlerweile ist doch jeder immun gegen den Parasiten. Scheiße. Wo haben die diese Zombies überhaupt her? Wir brauchen doch gar nicht alle Antworten. Nur so viel, dass sich die Story verkauft. Komm, weiter geht's. Zu dunkel. Mach deinen Nachtsichtfilter an. Meinen was? Oh, ich habe deine Kamera mit ein paar neuen Filtern versehen. Also los, alter Mann. Probier sie mal aus. Dufte. Irgendwas Interessantes? Ich schaue. Eine Art Überwachungszentrale. Komm, sehen wir uns mal um. Physisch zeigt sie keine Symptome. Das ist ein Fortschritt. Sonst keine Veränderung. Wieso sehe ich mir das an? Das Mittel wird perfektioniert, nicht verbessert. Was der Kunde erwartet ist, das ist ein Projekt, an dem man ein Leben lang forschen muss. Die Fortschritte sind wirklich... Wenn Sie den Termin nicht halten können, Doktor, werden Sie ersetzt. Packen Sie den zu den anderen. Die experimentieren mit Zombies. Sperren sie ein. Aber warum? Zur Beobachtung. Wir wollen irgendwas erschaffen. Scheiße.
Frank, wir halten diese Arschlöcher auf, oder? Wow, wow. Wir sichern uns die Story, wir kommen hier raus, wir werden bezahlt. Nicht mehr, nicht weniger. Hm. Hast du was zu sagen? Hab ich immer. Puh, ich hätte Unterhosen anziehen sollen. Frank, eklig. Mist, diese Tür hat einen Code. Du kannst den Code mit dem Spektrumanalysator hacken. Lass mich raten. Du hast wieder an meiner Kamera rumgefummelt, oder? Du bist ja ein ganz schneller. Das sagen sie alle. Ich habe noch nie einen Zombie gesehen, der so steil geht. Oh Gott, Frank. Sieh die Hand. Sie leidet. Ja, yeah. Und es geht nur durch diese Kammer weiter für uns. Verschlossen. Wir können nicht durch, solange sie noch da drin ist. Ei, Süße. Eine Art Steuerung. Interessant. Einmal Zombie flambiert. Bitte sehr. Verdammte Scheiße, Frank. Wir sind hier mit grauenhaftem Zeug konfrontiert. Und du haust nur Karlauer raus? Das ist unfair. Ich habe Fotos von Sachen gemacht und nachgedacht über Sachen. Dir ist eigentlich vollkommen egal, was mit diesen Leuten geschehen ist, oder? Komm, holen wir uns einfach, was wir wollten und verdünnisieren uns, okay? Okay. Wow. Die sehen alle gleich aus. Ja, eine Großfamilie. Was? Hör auf. Na komm, Frank. Versaut. Ist noch einer. Was treiben diese Bastarde hier? Fotos. Brauche Fotos. Los, Kaffeepäuschen später. Nichts geworden. Weißt du, was das ist? Ja, DNS-Testergebnisse. Sie klonen Leute, züchten Forschungsmaterial, machen Experimente mit ihnen, sperren sie ein. Weg! Mit dieser Story winkt uns jeder Preis der Welt. Also bitte, bitte! Konzentrier dich einfach, bis wir hier raus sind. Ich gehe nirgendwo hin. Ich werde das alles hier abfackeln. Da weint jemand. Weg!
Wir haben, was wir brauchen. Abflug, jetzt! Weg, halt! Was soll das denn? Das nenne ich gruselig. Was für ein Foto. Oh, ja, richtig gut. Sie testen hier so eine Art Biowaffenversion des Virus. Was machst du da? Was ist mit mir? Schnappen uns die Story und verschwinden! Ich konnte es nicht! Ich konnte es nicht! Bleib ruhig weg. Genau das habe ich gesagt. Sei verdammt nochmal ruhig. Jetzt hast du uns beide in Gefahr gebracht. Du hättest sie zurückgelassen? Wie? Ein Stück Vieh? Wir müssen auf der Stelle hier weg. Verstanden? Für deine Bilder? Deine verdammten Bilder? Ich bin ein Reporter, Vic. Das ist, was ich tue. Ich berichte. Und wenn du das nicht auch kannst, wenn du mal nicht nur an dich denken würdest, dann solltest du ja schleunigst verschwinden. Oh, Scheiße. Los, los, los! Alle Sicherheitsleute melden sich sofort in den Tunnel. Der tödliche Überfall wurde genehmigt. Ich muss hier raus. Kacke, da drin überlebe ich keine 5 Sekunden. Vielleicht gibt's hier draußen was Brauchbares. Nur Mittelmaß. Na, warum nicht? So mittelalt für so eine Scheiße. Also wirklich. Thank you.
Das könnte die Torsteuerung sein. Noch ein Couchloss. Also, ihr Intelligenzbolzen. Hier läuft ein Eindringling Amok und das wird Commander Fontana überhaupt nicht gefallen, wenn wir das zulassen. Also, Schnauze halten, Ausrüstung anlegen und los. Alles klar? Alles klar, jawohl, Sir. Was? Was passiert hier? Feuer frei! Feuer frei! Ups, mein Fehler, sorry. Okay, Weg, lass besser beim Auto sein. Was denn? Nein, nein, Weg! 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 Scheiße! Frank West? Stehe ich unter Arrest? Möglich. Ist das ein Ja? Kommt drauf an. Worauf? Wie gut du im Team arbeitest. Oh ja, das war noch nie meine Stärke. Es ist nur ein bisschen muffig hier drin, oder? Frische Luft wäre gut. Ich dachte wirklich, das würde klappen. Also gut, ich habe offensichtlich etwas Zeit. Worüber sollen wir reden? Ich weiß, wer du bist. Colonel Brad Park. Commander des ZVK. Ich bin bei den Zombies auf dem Laufenden, danke. Klar bist du das. Dann weißt du ja auch, dass der Auftrag des ZVK lautet, Zombies auf amerikanischem Boden zu vernichten. Ja, und dafür zu sorgen, dass alle, die die Wahrheit kennen, zum Schweigen gebracht werden. Ich weiß, danke. Es geschieht schon wieder in Willamette. Was denn? Ein Ausbruch. Ich habe nichts in den Nachrichten gesehen. Wie lange geht das schon? Seit 6 Wochen. Wirklich? Das ist eine lange Zeit, um eine ganze Stadt zum Schweigen zu bringen. Nicht für die. Für wen? Das Pentagon. Oh, Scheiße.
Was hast du da gesehen? Was weißt du da? Niemand weiß es, Frank. Ich weiß es auch nur, weil jemand Mist gebaut hat und mir einen Geheimbericht zuspielte. Dieses Ausbildungszentrum? Ich habe noch keinen getroffen, der dort stationiert ist. Keine Kommunikation in die Stadt rein oder raus. Selbst die Satellitenbilder sind 4 Monate alt. Alles wird vertuscht. Aber all das verblasst im Vergleich zu dem Geheimnis, wieso du, Frank West, Abendunterricht gibst, anstatt mir bei der Sache längst 2 Schritte voraus zu sein. Abgekündigt. Gekündigt? Ja, gekündigt. Hast du überhaupt eine Ahnung, bei wie vielen Ausbrüchen ich dabei war und darüber berichtet habe? Und was ist der Dank dafür? Hä? Nix. Kein Dank, keine Blumen, nur ein Notizbuch voll mit toten Personen. Preis für die beste nationale Schlagzeile 2006. Du hast den ersten Zombie-Ausbruch auf US-Boden aufgedeckt, die ganze Sache fotografiert. Du hast Orden bekommen, einen Titel vor deinem Namen. Ehrenhalber natürlich. Ja, aber kommen wir zum Punkt. 3 Wochen später wollte ich das Pentagon und die ganze Regierung bloßstellen. Wegen ihrer Beteiligung an der Sache und die haben mich stillgelegt. Weil du nicht genug Beweise hattest. Komm mit mir nach Willamette. Wir decken diesen Bullshit auf. Und diesmal machst du es richtig. Frank. Frank, hier steht mehr auf dem Spiel als eine Stadt. Nein. Bin raus. Wer auch immer das enthüllt, wird eine Menge dafür erhalten. Vielleicht sogar etwas zurückgewinnen. Aber eigentlich bin ich überrascht, dass dir ein Amateur das weggeschnappt hat. Wovon redest du überhaupt? Eine deiner Studentinnen, oder? Oh. Ja, ich glaube fast du. Ups. Weg. Das du zusammengestellt hast. Wir nähern uns Willamette. Einsperren oder töten, deine Entscheidung. Sonnenschein. Frank. Frank, was? Morgensonnenschein. Wieso sagst du sowas? Oh, Mann. Jemand hat einen Helikopter beschädigt. Da ist ja der allseits bekannte Schreiberling. Halt sie auf, wir brauchen Ausrüstung. Halt sie auf? Womit denn? Schnapp dir eine Waffe, Frank. Frank.
Verdammt, Schlemmer-Zombies sind wirklich die Schlimmsten. Raus, komm schon. Guter Aufhänger. Sieht interessant aus. Überaus interessant. Wir müssen uns verstecken. Vielleicht in dem Hotel da. Da, 3 Sterne maximal. Sehr witzig, du Kasper. Ich sollte mich mal gründlich umsehen. Okay, wir treffen uns beim Hotel. Ich will nicht sterben! Ich brauche hier Hilfe! Läuft! Ganz okay. Kann mir jemand, geht doch! Cool! Bitte, Hilfe! Ich nehme die Abkürzung. Okay, wir treffen uns beim Hotel. Bitte hilft mir! Bingo! Yeah!
Ja, verdammt! Live. Est, ich bin beim Hoteleingang. Kommst du? Ja, ja. Großartig! Ja. Live. Ja. Bingo! Sorry, hatte Lust auf Samosas. Samosa? Hey! Hey! Kommt hier rüber, bevor sie euch sehen! Alles klar! Schnappt ihr eine Waffe! Ich habe Tonnen davon! Ah, okay. Das funktioniert hat.
Ein Doppelzimmer bitte, aber getrennte Betten. Sehr witzig, echt. Aber tatsächlich wärt ihr unsere ersten Gäste. Was meinst du? Ihr seid nicht von hier, was? Der ganze Scheiß begann am Black Friday. Und das war natürlich der Tag nach der großen Eröffnung. Was? Diese Mall war nicht mal einen Tag eröffnet und wurde gleich von Zombies zerstört? Wir müssen los. Führt diese Tür zum Wartungsbereich? Ja, aber der Manager wurde gebissen und hat sich dort eingesperrt. Kriege die Tür nicht auf. Da sind sie! Verrecke! Hey, hey, Ärger im Anmarsch! Ich mach sie auf! Gib mir Deckung! Volleingang, brauche Deckung! Schönen Namen. Ja, das sieht interessant aus. Ach, scheiße. Du warst zwar ein Arsch, Ted, aber das hast selbst du nicht verdient. Freut mich. Ich untersuche übrigens diesen Ausbruch. Hast du eine Ahnung, wie das anfing? Diese Militärarschlöcher haben irgendwas Supergeheimnis am Mall-Eingang bewacht. Und da war diese Journalistin. Eine Journalistin? Sie hatte irgend so einen Jungsnamen. Weg. Wo bist weg jetzt? Sie hatte sich im Security Center der Mall versteckt. Vielleicht ist sie noch da. Macht das mein Gesicht dick? Kratzt irgendwie. Schnieke.
warm. Wir müssen zum Security Center. Vielleicht gibt's da ein paar Waffen. Guter Plan, aber ich ziehe alleine los. Was? Pass auf, dieser Ausbruch ist ziemlich sicher Folge irgendeines Tests, ausgeführt von diesen Militärwichsern. Und ich will herausfinden, warum, aber nicht an der Leine von einem bullenhaften Aufpasser. Nimm's nicht persönlich. Dann sehe ich mich in der Stadt nach Nützlichem um. Und du sagst mir Bescheid, wenn du was herausfindest. Ja, mal sehen. Okay, das war's für mich. In Westridge gibt's eine Miliz. Ich werde da mitmachen und noch ein paar dieser Arschlöcher killen. Tschüss, Leute. Viel Glück, West. Ich Glückspilz. Ich brauch mal wieder eine richtig gute Story. Das? Okay. Connor meint, Vic würde sich im Security Center verstecken. Ich muss rausfinden, was sie weiß, und dann trete ich ihren dürren Hintern aus der Stadt. Was ist dein Problem? Heilige Scheiße! Someone's in trouble.
los! Das war nichts. Attention, the shelter has been breached. Please evacuate immediately. Ist das peinlich? Do you know how many
Klingt aber seltsam. Ziemlich übel. Hoffentlich ist es nicht weg. Da draußen braucht man vor allem Waffen. Zum Glück muss ich da nicht rauf. Ich hab, was du brauchst. Oh, du willst da nicht mit bloßen Händen raus. Bis hoffentlich bald. Oh, was? Habt ihr sie alle erledigt? Bist du schon lange hier? Ist dir eine Reporterin namens Vic begegnet? Ja. Sie hat sich eine Weile in diesem Raum versteckt und ein paar Sachen hier gelassen. Hier, sie selbst. Und danke nochmal, Kumpel. Ich hatte hier alles im Griff, bis jemand die Vordertür offen gelassen hat.
Komm einfach vorbei, wenn du was brauchst. Was an der Wand ist, Vicks Handschrift. Hier muss es sein. Vordereingang. Ich erkenne nichts. Mist, sie ist seit Wochen nicht hier gewesen. Heran. Süß. Da fehlt irgendwas. Da schau her. Das ist Militärtechnik. Damit hat Vic wohl ihre Berichte hochgeladen. Also, der Ausbruch begann am Mall-Eingang. Und Connor sagte, dieser private Wachdienst bewachte den Eingang. Ich schau's mir mal selbst an. Hey, bevor du gehst, ich muss dir noch was sagen. Hab dich reden hören. Wenn du zum Vordereingang willst, dann nimm besser das Parkhaus in Richtung Medieval Town. Alle anderen Wege hat das Militär dicht gemacht. Allerdings haben sich die Idioten mit den Gasmasken in der Medieval Town verschanzt. Mach dich also auf einen Kampf gefasst. Vorräte sind wichtig. Ah, okay. Wir einigen uns. Was brauchst du?